Heute gibt's eine neue Challenge. Wir brauchen wieder Alltagsgegenstände. Heute brauchen wir Wasserflaschen. Die gibt's ja in allen Größen, je nachdem, wie viel ihr arbeiten wollt. 1,5 Liter, 1 Liter, 0,75 oder 0,5. Wir zeigen euch wieder ungefähr 5 Übungen davon. Ihr macht 15 Wiederholungen und jeden Tag eine mehr. Wir fangen an mit dem Hampelmann oder auch Jumping Jack genannt. Schön locker springen, in den Beinen nachfedern und die Arme gehen von der Seite nach oben. So, die nächste Übung. Ihr nehmt eure Wasserflaschen nach vorne, die Handinnenflächen zeigen zur Decke. Dann gibt's Wechselsprünge. Beine schön weit auseinander, tief ins Knie gehen und mit den Armen beugen und strecken. Bei der nächsten Übung gehen wir in die Liegestützposition oder auch Plank genannt. Gerade ausrichten, Schulter über die Hände und dann eine Hand, eine Flasche, einen Kreis. Jetzt war mir einmal, zweimal, zweimal, dreimal, dreimal. Mit dem Armkreis, der Ellbogen zieht voraus, macht die schöne, runde Bewegung. Und ihr haltet euch immer noch gerade, zieht den Bauchnabel nach innen und bleibt stabil. Ja, dann wollen wir noch was für die Bauchmuskulatur tun. In dem Sitz die Beine anheben, unsere Wasserflaschen greifen und dann geht's rechts und links hin und her. Die Beine bleiben stabil und mit den Armen dürft ihr arbeiten. Ihr legt euch so weit zurück, dass ihr die Bauchmuskulatur voll angespannt habt und es gerade noch halten könnt. Schulter locker lassen, der Hals ist lang. Dann kommt noch mal ein bisschen Bewegung rein. Wir schwingen die Wasserflaschen von unten nach oben. Wir gehen tief ins Knie und schwingen nach oben. Dabei wird die Hüfte ganz gestreckt. Der Bauchnabel ist fest nach innen gezogen. Ihr bleibt fest im Rumpf und auf Augenhöhe stoppen die Flaschen und geht's wieder nach unten. Die Kraft kommt aus den Beinen.